Hallo und herzlich willkommen hier zur 0. Sendung von Jump. Mein Name ist Florian und das sind unsere heutigen Themen. Tiefkühlkost. Wie reagiert die Stadt auf gefrorenes Gemüse? Was haben die Illuminaten mit Tiefkühlkost zu tun und wie lange dauert es, bis unsere Show Himbeere auftaut? Das alles jetzt bei Jump. Tiefkühlgemüse kennt jeder. Wie es aussieht, kalt, lecker und total frisch, zumindest nach dem Auftauen. Wir haben heute exklusiv eine frische, aufgetaute Erdbeere dabei. Sie wird im Verlauf der Sendung noch auftauen, doch was genau ist eigentlich Tiefkühlgemüse und wo kommt es her? Unser Experte Dr. Gag Ölt hat die Antworten. Tiefkühlgemüse, Obst, Kuchen, Pizza sind nur tiefkühlgelagert, echte Tiefkühlkost. Tiefkühlkost entsteht ab minus 18 Grad. Alles darüber ist im Grunde nur fast Tiefkühlkost. Obwohl die Kühlung der fast Tiefkühlkost der eigentlichen Tiefkühlkost erstaunlich ähnlich der Tiefkühlung für Tiefkühlkost kommt. Tiefkühlkost ist also tiefgekühlte Kost, die erst bei minus 18 Grad zu echter Tiefkühlkost wird. Ja, das war wie immer sehr informativ. Ich muss Ihnen jetzt leider mitteilen, dass sich die Erdbeere urplötzlich in eine Himbeere verwandelt hat. Schauen wir doch mal, wie es unserer hoffentlich schon aufgetauten Himbeere geht. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ich denke, im Laufe der Sendung wird sie noch besser auftauen. Wir waren für Sie unterwegs auf Fulda Straßen und haben die Leute mit Tiefkühlkost versorgt. Und jetzt schauen wir mal, was Sie davon halten. Was habe ich denn dann hier irgendwie auf dem Hemd hängen? Das ist in jedem Fall besser. Ja? Frischer. Und würden Sie denn jetzt die rechten auch kaufen? Die rechten hier? Die da, auf keinen Fall. Nö. Da schmeckt ganz gut, ja. Also nur frisch. Die sind besser. Auf jeden Fall. Wieso? Die sind frisch. Oder? Also würden Sie die nicht auch kaufen? Eingefroren, nee. Also doch, die frischen schon kaufen, nicht die eingefrorenen. Okay, also sind die eh zu weich oder was ja. Fehlt Ihnen? Ja, die sind vom Geschmack her schmecken sie nix und sind lätschig und die sind halt knackig und frisch. Die schmecken mir besser und die schmecken wie tiefgefroren, vorher tiefgefroren aufgetaut. Die sind lappeliger, die sind fester. So, dann probieren wir mal. Probieren wir das noch. Sind beide sehr fruchtig. Also ich würde für das hier plädieren. Ja, das ist etwas fruchtiger wie das hier. Also würden Sie die rechten jetzt eher für sich nicht selber kaufen, oder? Doch. Ich würde gern das hier dann nehmen, statt das hier. Ja, die gehen überhaupt nicht. Also eigentlich finde ich die schon besser. Also würden Sie die trotzdem kaufen oder? Also die tiefgekühlten oder? Eher nicht. Nee? Wieso? Also sowas wie Spinat und so würde ich schon kaufen, aber Erdbeeren eher nicht. Beide nicht so besonders. Nee? Wieso? Schmecken beide nicht aromatisch. Und was gefällt Ihnen an den beiden nicht, außer dass die nicht aromatisch sind? Die sind zu weich. Das ist Tiefkühlkost, vermute ich mal. Das sind frische und die schmecken beide nicht gut. Okay, dankeschön. Ja, jetzt wissen wir, was Fulda von Tiefkühlkost hält. Aber wie sieht es eigentlich mit unseren Computersuchtis aus? Das zeigt uns jetzt das Voting hinter mir. Auf Platz 3 haben wir Fleisch für alle Fleischis. Auf dem zweiten Platz Gemüse, bestimmt das extra gesunde. Und auf Platz 1 Tiefkühlpizza. Und damit eure Tiefkühlpizza auch richtig lecker wird, hat Melanie jetzt einen richtig guten Kochtipp für euch. Hallo und herzlich willkommen in unserem hochmodernen Küchenstudio. Heute zeige ich euch, wie man richtig Tiefkühlpizza macht. Genau passend zu unserem Thema Tiefkühlkost.
Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wir müssen nämlich erstmal unsere Tiefkühlpizza aus dem Tiefkühlschrank holen. Diese Pizza werden wir heute machen. Der Clou bei Tiefkühlpizza ist, dass meistens zu wenig Käse drauf ist. Deshalb habe ich hier auch noch was vorbereitet. Passend zum Tiefkühlpizza kommt der Tiefkühlkäse. Okay. Wir müssen natürlich uns genau an die Packungsanweisung halten. Und der erste Take hier ist, Backofen vorheizen. Ober- und Unterhitze 225 Grad. Unsere Tiefkühlpizza liegt jetzt bereit auf unserem Blech. Und jetzt werden wir unseren tiefgefrorenen Käse danach brauchen. Richtig schön hoch. Was man bei einer Tiefkühlpizza nie vergessen sollte, dass es um den Käse geht. Nicht um die Pizza. Zu unserer Ausstattung der hochmodernen Küche zählt auch eine klassische Eieruhr. Diese werden wir jetzt auf unsere 12 Minuten Backzeit der Pizza einstellen und warten, bis es bimmelt. Fertig! Okay, jetzt machen wir den Backofen aus. Voll heiß. So, geile Scheiße. Huch. Und so macht man Pizza. Ja, das hast du sehr schön gekocht, Melanie. Aber ich glaube, wir schauen mal lieber nach unserer Himbeere. Ja, das wird doch immer besser. Aber nun ist es Zeit für unsere Profi-Verkostung. Dafür haben wir hier unsere Verkoster hier, die sich schon die ganze Zeit auf die leckere Tiefkühlkost vor. Haben wir einmal den Alexei und die Julia. Alexei, isst du denn gerne Tiefkühlkost? Pizza ist das einzig Wahre, was ich esse. Ich meine, alles andere akzeptiere ich nicht als Tiefkühlkost, ne? Will ich nicht haben. Und Pizza ist lecker, muss man schon so sagen. Und Julia, isst du denn gerne Tiefkühlgemüse oder ist das dir zu wabbelig? Doch, auch oft, also vor allem so Rosenkohl oder so. So. Im Winter auch dann immer ein bisschen schwierig, dann frische Sachen, also auch wenn man die im Supermarkt kauft, manchmal schmeckt es dann nicht so doll und dann, klar, wenn es mal länger in der Wohnung liegt, dann ist es auch schnell, kann man es wieder wegschmeißen, weil es verdorben ist und tiefgekühlt, super, mal rausgeholt, was warm, aufgetaut, warm gemacht und wieder rein ins Tiefkühlfach und fertig, also. Was möchte denn so am liebsten auf einer richtig schön Tiefkühlpizza drauf? Viel Fleisch. Das muss man einfach so sagen. Ne? Auf eine Pizza muss viel Fleisch drauf. Ne? Wenig Gemüse, ne? Ein bisschen kann sein, so Zwiebeln erlaube ich noch. Ne? Aber ja, schön Salami, ne? Schinken. Geht bei mir gar nicht, nein. Also alles vegetarisch am besten. Also ich finde gerade so Salami und Schinken auf der Pizza ist irgendwie eklig. Geht überhaupt nicht. Na, dann haben wir extra für dich, Alexei, jetzt eine frische Pizza Vegetarier aus dem Ofen. Eine Herausforderung. Apropos, oder was? Wo ist hier eigentlich Melanie? Ja. Na ja. Das sieht doch sehr schön aus. Ja, genau nach. Könnt ihr auch mal probieren? Ja. Ob es so euch Teller? Schmeckt? Ich brauche keinen Teller, meine Güte. So wird alles. Würdest du den auch essen, wenn es sein müsste, oder muss wirklich nur Fleisch drauf sein? Da sind Zwiebeln drauf, ne? Das ist schon mal ein großer Pluspunkt, ne? Ich würde es essen, ne? Mal. Pizza ist Pizza, im Endeffekt. Was habt ihr denn so Rituale, wenn ihr zum Beispiel Tiefkühlpizza esst? Habt ihr so einen bestimmten Tag oder bestimmte Leute, mit denen ihr das isst? Ein guter Anhaltspunkt. Jeden Samstag, ne? Freitag arbeite ich länger, meine Mutter auch. Und dann weckt mich meine Mutter mit dem lauten Schrei, ne? Alexei, leg die Pizza sofort in den Ofen. Stehe ich aus, suche mir die erstbeste Pizza raus und mach sie warm. Ja, so 10, 15 Minuten später halbiere ich die Pizza, gebe ein Stück der Mutter, gebe ein Stück mir. Leg mich wieder hin, schau bis sie Fernsehen und ist meine Pizza dabei. Ja, Pizza, das typische Familienessen. Und wie geht's dir mit Ritualen bei irgendwie Tiefkühlpizza mit Familie essen? Oder? Nee, gar nicht. Also mit der Familie, wenn eher frisch kochen. Tiefkühlpizza halt immer, wenn es schnell gehen muss. Wenn ich weiß, naja, ich muss dann eh gleich, ich bin auf dem Sprung, muss eh gleich weiter, schnell die Pizza in den Ofen. Oder halt, wenn ich mal vom Feiern nachts noch heimkomme, hab noch Hunger. Mhm. Also es ist halt so ein, sag ich mal, ein fettiges Essen, was dann immer noch mal geht, wenn man was getrunken hat. Und dann wird dann nochmal die Pizza in den Ofen geschoben. Okay. Esst ihr denn auch fertig, also wirklich komplett fertig Gerichte, also so wie was wie Lasagne oder Spaghetti Carbonara? Gibt gar nicht. Gar nicht? Also Pizza ist wirklich so
gut, dann halt Pommes, ein bisschen Gemüse. Also so Lasagne, finde ich, das kann man nicht essen. Also ich finde es eklig. Jetzt schau doch mal, ne? Das ist in so einer Aluschale verpackt, ja. Ne? Bisschen Fleisch drüber, ne? Es ist einfach eklig. Ich kann nicht verstehen, wie Leute das machen. Ich sehe die meine Freunde die ganze Zeit, wenn die irgendwie abend dran sind, holen die sich sowas und bieten mir auch was an. Ich bin so, nee, ich will mich doch nicht vergiften, ne? Das ist doch eklig. Ich habe da auch schon einiges probiert, weil ich an der Arbeit nicht immer nur Brot mitnehmen wollte und essen. Dann bin ich immer mal in den Supermarkt gefahren, habe ich alles ausprobiert, von Lasagne bis Gratin, was es da halt alles so gibt. Aber nee, das ist nicht so lecker, wie man meinen könnte. Und außerdem, wenn man Pferdefleisch will, muss man es auch extra dafür bezahlen, finde ich. Glaubt ihr denn, dass Tiefkühlkost für euch dann bleibende Schäden verursachen kann, wenn ihr es oft isst? Also jetzt mal ganz ehrlich. Wer hat sich diese Frage ausgedacht? Ne? Bleibende Schäden? Glaube ich nicht. Ich meine, Pizza esse ich schon länger. Ne? Fett war ich schon immer. Schiebe ich nicht auf die Pizza, schiebe ich auf mich selbst. Soll jedem selbst überlassen sein. Ne? Ich übertreibe es auch nicht mit der Pizza einmal in der Woche. Damit kann man auch leben. Ne? Aber ich bin nicht der Meinung, dass da bleibende Schäden bleiben. Aber wenn man jetzt theoretisch durchgehend fast nur Fertiggerichte essen würde, da hat es doch dann bestimmt Folgen. Ja, weil hat ja nicht so einen guten Ruf, leider, Fertiggerichte. Ja, natürlich. Aber wenn du... Auch nur, wenn du Gemüse dauerhaft isst, ne? Irgendwann halt auch das Schäden haben. Ne? Alles muss nicht übertreiben. Ne? Man braucht immer gutes Mittelmaß. Ganz genau. Ja, so sehe ich es auch. So, und was denkt ihr denn, was haben die Illuminaten mit Pizza zu tun? Oh, das finde ich gut. Guck mal, Illuminaten, ne? In Amerika sind die ganz, ganz groß. Ne? Jeder kennt sie in Amerika. In Amerika, ne, gibt es auch die bessere Pizza, weil da ist Käse in der Kruste. Denkt ihr mal, in Europa gibt das das nicht, ne? Deswegen finde ich auch die Pizza nicht mehr. Käse in der Kruste, ne? Ist mir nicht aufgefallen, ne? Doch, habe ich auch schon gegessen. Lügt nicht. Und deswegen, Illuminaten, ne, haben die Pizza erfunden, bin ich der Mann, ne? Ja, und Alex. Ich weiß nicht, wie Julia das sieht, aber. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ja, und Alexei, hast du denn irgendwelche Sachen schon mal mit Tiefkühlpizza erlebt oder die einfach total verrückt sind, die du jetzt unbedingt loswerden willst? Jetzt, wo du es erwähnst, ne, ich habe da so eine Geschichte. Es war ein Sommer, ne, vor 2 oder 3 Jahren, da war ich mit Jungs unterwegs, die haben gesagt, komm, wir grillen mal. Die Jungs hatten alle ihr Packen Würstchen dabei, Nürnberger, sonst was. Ich habe gedacht, komm, ich bin extravagant, ich bringe mal eine Tiefkühlpizza mit. Naja, habe eine Alufolie eingepackt, auf den Grill geschmissen und habe gedacht, okay, das wird schon irgendwie. Ne? Kohle mit einem Föhn warm gemacht, weil wir sind ja arm. Und naja, so 2, 3 Minuten später ist mir aufgefallen, irgendwie stimmt nichts. Mach auf und der ganze Boden war verkohlt, richtig schwarz. Ich denke mir so, okay, vielleicht kann ich ja noch den Belag retten. Drehe die Pizza um, was nachher nicht so klug war. Und merke wieder nach 2, 3 Minuten, dass der ganze Belag irgendwie links und rechts raustropft. Also mache ich die Pizza auf und merke, dass der ganze Belag auf der Alufolie klebt. Ne? Also was blieb mir übrig? Verkohlte Pizza mit kalter Tomatensauce. Ne? Ich muss sagen, ich habe mich geschämt, als ich die Pizza gegessen habe, ne? Aber es war eine Erfahrung, die ich... nicht bereue. Doof gelaufen. Ja. Richtig doof. Pizza grillen? Wieso nicht? Wie wär's mit Pizza frittieren? Das ist mir nur... Ja. für den nächsten Männerabend. Leider habe ich keine Fritteuse. Mache ich gerne. Hast du denn irgendwas schon mal erlebt mit Tiefkühlkost? Oder hast du irgendwas gemacht? Schon was ganz Spezielles damit? Also ich weiß nur, als Kind konnte ich da überhaupt nicht ran an Tiefkühlpizza. Wenn irgendjemand, wenn man irgendwo bei Freunden war und die haben eine Pizza in den Ofen geschoben, da habe ich immer nur die Salami runtergekratzt. Heute ist es genau umgekehrt. Ich esse die Pizza, aber die Salami muss runter. Ja, okay. Dann sind wir auch leider schon langsam am Ende unserer Sendung. Und unsere Einfälle sind leider auch verbraucht. Mir gehen die Themen aus. Unsere Himbeere sieht auch schon ganz schön matschig aus. Mitgenommen. Genau. Darf man die auch essen? Ich würde sie nicht essen. Doch. Sind ganz scharf drauf. Ja, dann ihr könnt sie essen von mir aus, aber... aber jetzt müssen wir noch ganz schön aufklären endgültig, was haben jetzt die Illuminaten damit zu tun. Und zwar einfach gar nichts. So, das war's dann auch mit unserer 0. Sendung Jump. Und ich hoffe, ihr seid nächsten Monat dann wieder hier. Das geht dann bestimmt nicht um gefrorenes Essen. Nach einer kurzen Pause können Sie dann noch Lichtfunken sehen. Und bis dahin. Tschüss.